So today the wind is around too strong, very strong, like 23 kilometers per hour. Yeah. And so me and Felix decided to be so smart and to fly our RC cars. Yeah. And that's we did. Yeah. And that is what's like wreckage. Very smart. Very smart. Nothing's left. So nothing. Anyway, watch what happened. We tried. Okay, der Pilot sagte mir, also als erstes wollen die erstmal ein kleines Race starten, um die Autos zu demonstrieren, und dann wird es dann ab in die Luft gehen. Ja, es ist gebaut worden von Rami SD. Das heißt auch ein Pilot, der uns jahrelang eigentlich schon mit sehr interessanten Flugmodellen hier auf dem Röhmberg besucht, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und es ist immer wieder interessant zu sehen, was er da darauf veröffentlicht. Oder welche Eigenkreation, wie jetzt dieses Hybridauto, er selber da entwickelt. Also ich sag mal, da sieht man wirklich alles von Eigenkreationen über Star Wars bis hin zu großen Linern. Das heißt 777 manchmal, glaube ich, gesehen bei ihm. Oder 777 hat er mal gehabt. Ja, oder Dreamliner jetzt auch nochmal. So. Ein Auto ist in der Luft. Das zweite sucht, glaube ich, noch einen Parkplatz. Jetzt kommt er. Und das zweite ist auch in der Luft. Guck mal das Gewicht vom Fahrzeug an sich dazu. Das sind bestimmt nochmal, ich schätze mal, so um die 2 Kilo Mehrgewicht, die da unten dran hängen. Da auch diesen Schwerpunkt zu finden, dass das so fliegt, ist, glaube ich, relativ tricky. Eine sehr interessante Konstruktion. Oh, der Parkplatz rennt lange. Einmal haben wir ein Flugzeug, der schwarze mit zwei Elektromotoren hat, Antriebe, zwei Pops. Der zweite hat einen Pop vorne. Spannweite irgendwas jenseits der 2 Meter. Ja, ich habe auch ein bisschen Information nochmal zum Gewicht bekommen. Und zwar der schwarze wiegt um die 3,8 Kilogramm. Und der weiße Flieger, RCK, oder Flying RCK, nennen wir es einfach mal, um die 3,5 Kilo. Beide sind natürlich auch mit Elektromotoren angetrieben. Und setzen jetzt die Landung an. Oh. Einen herzlichen Applaus an die zwei und ihre feinen Konstruktion von den Flying Cars. Und setzen jetzt die Landung an. Don't find the car! What? Oh, the car is this! It's in pieces! Holy shit! It's so windy and my motors were so hot. That was a funny crash to win. It broke me there. Okay, that's it? Yeah. Yeah, good, that's it. You see this and you're like, Rami is in the house. Exactly, that's me, that's my size 6 signature. Okay, we have to take a picture for Instagram. Yeah. Yep, that was my signature.
Anyway, unfortunately, I could not film the whole event. I had to leave earlier because of the weather conditions, and so I could film just some highlights. What an amazing event! Lovely people, great pilots, and so enjoy the rest of the footage. Super aufgesetzt, ein großer Applaus! Wachsen war eigentlich nicht mehr hören können, weil wir da schon immer da waren. Das heißt, die hat auch so einen unheimlichen Fallton gehabt. So, der Start hat glücklich funktioniert und Sie sehen, auch eine 3,10 Meter Maschine kann plötzlich ultra leicht werden bei so viel Wind und bei dieser großen Tragfläche. Und stehen Sie in der Luft, schauen Sie sich das an. Jetzt kommen Sie fast ganz langsam senkrecht runter, fast wie ein Hubschrauber. So eine große Tragfläche bei so Gewicht erzeugt das derart Auftrieb. Mal auslassen, wenn euch das gefällt. Ist das auch der Ernst?
Ja, und das werden wir morgen nochmal sehen als Kunstflugvorführung Vater mit Sohn zusammen. Das heißt, der Vater fliegt das Original und der Sohn das Modellflugzeug. Im Moment fliegt das Sohn. Ich höre gerade, im Moment fliegt sogar der Sohn, das heißt, der morgen eigentlich das Modell fliegt. Also ich höre gerade noch eine weitere Information, was sehr interessant ist. Der Sohnemann, der jetzt gerade am Krüppel sitzt, durfte eher das Flugzeug alleine fliegen, als dass er einen Autoführerschein bekommen hatte. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Die Maschine hat eine Spannweite von 2,70 Meter, Länge von 2,70 Meter, das heißt von 23 Meter an den Oh. Oliver, dann raus! Der hat
freuen uns. Die Bianca wird gefolgt von Peter Boppenberg und die Sägemaschine von Mario Müller. Und ich fahre heute mit dem Bürger, der mehrfach